Bei uns in Sizilien sagt Herr Leone, einer der Helden der folgenden Sendung aus dem Kursprogramm Warum Christen glauben, bei uns in Sizilien ist alles ganz anders, wenn Kinder auf die Welt kommen und auch sonst. Signore Leone will seinen neugeborenen Sohn Gott weihen, das heißt, er soll Priester werden, ins Kloster gehen, denn das hat die Urgroßmutter gelobt. Immer das erste Kind in der Familie soll Gott geweiht sein. Doch mit den Wünschen von Signore Leone ist weder Dr. Scholz noch Schwester Marianne noch Schwester Agnes einverstanden und am allerwenigsten Frau Leone. Aber war das, was die Urgroßmutter eines Nachts erlebt hat, wirklich eine Offenbarung? Was ist überhaupt eine Offenbarung? Mit diesem Thema beschäftigt sich unsere Sendung. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Es geht nicht. Mai mia moglie! Ich weiß, dass Ihre Frau hier drin ist, Herr Leone. Trotzdem dürfen Sie nicht hinein. Nicht hinein! Vedrà se io non c'entro! Ihrer Frau geht's gut. Nein, bitte. Aber sie ist noch nicht bei Bewusstsein. Che cosa dice? Signore Leone... Dorme. Dorme? Ecco, aspetto. Erwartet. Sagen Sie ihm, seine Frau liegt noch in Narkose. Prego. Narcotizzata. Va bene. Herr Leone. Ma io voglio vederla. Er sagt, er will sie sehen. Mm-mm. Perché no? Infektionsgefahr, können Sie mir das übersetzen? Microbi, pericolo, infezione. Da noi in Sicilia le donne partoriscono a casa. E ci sono tutti, famiglia, amici, tutti. Was sagt er? Bei ihm in Sizilien kriegen die Frauen die Kinder daheim. Sì. Und alle sind dabei. Er ist nicht in Sizilien. Ma io sono il padre, capisce? Was ist denn hier los? Er sagt, er ist der Vater. Wir glauben's ihm. Morgen ab 14 Uhr kann er seine Frau besuchen. Guten Abend, Herr Leone. Domani alle due. Domani, mio figlio! Die Kinderstation ist jetzt zu. Tutto chiuso adesso. Tutto chiuso, bella organizzazione questa! No. Perché no? Wir hätten kleinen Kindern keine Angst. Questo è per mio figlio. Das ist gefährlich. Pericoloso. Strangulationsgefahr. Hm? Niente strangulato, Fede. Tutta la mia vita ho portato. Guardi. Es tut mir leid. Dottore. Deve portarla. Was ist hier los? Ach, das Kind soll dieses Kettchen tragen. Sì, la croce. Dedicata a Dio. Das Kind ist Gott geweiht. Sì, ogni primogenito della nostra famiglia. Guardi qui. Un momento. Delle fotografie. Qui mia sorella Anna. Mio zio Gustavo. Que-
questo, un altro zio. Qua, mia mamma. Ecco, la sorella di mio nonno. Sua della Santissima Trinità, Angelina. Ecco, per questo dedicato a Dio. Es soll ins Kloster. Jeder Erstgeborene der Familie ist Gott geweiht. Sì, dottore. La croce. Per questo deve portarla. Also, in diesem Hause wird niemand Gott geweiht, Herr Leone. Niemand. Was heißt niemand? Nessuno. Nessuno dedicato a Dio, capito? Nix prego. Dottore! Dottore! Soll ich abstellen? Dass die anderen nicht stört. Sie hat mir erzählt, die Frau hatte eine Offenbarung. Eine Offenbarung? Wer? Ja, Leones Urgroßmutter. Was für eine Offenbarung? Was für eine Urgroßmutter? Leone hat mir seine Frau heute erzählt. Die Jungfrau Maria ist hier im Traum erschienen, Schwester. Während der Schwangerschaft. Und hat sie auch was gesagt? Sie hat die Arme ausgestreckt und das Baby genommen und gesagt, das Geschlecht wird blühen und gedeihen. Und jedes erstgeborene Kind der Leones, egal ob Mädchen oder Bub, soll ins Kloster. Da hat sie aber eine ganze Menge gesagt. Schwester Agnes scheint deine Erzählung aber nicht sehr ernst zu nehmen. Es ist Frau Leones Geschichte. Es ist die Geschichte von Herrn Leones Urgroßmutter. Ich zweifle nicht, dass Herrn Leones Urgroßmutter diesen Traum hatte. Vielleicht hat sie ihr Kind los sein wollen. Erleben wir doch täglich hier, dass Frauen Kinder kriegen und sie nachher nicht wollen. Nein? Allerdings erscheint dem wenigsten die Jungfrau Maria. Wissen Sie, was mich wundert, dass Sie... Was ich? Was? Naja, dass gerade Sie die Geschichte so auslegen. Warum wundert Sie das? Ich glaube, wenn ich Klosterschwester wäre... Also, was sie Gott sei Dank nicht ist. Dann würde ich mich freuen, kommt mir vor, dass es sowas gibt. Dass es was gibt? Offenbarungen. Eine Offenbarung wäre doch dann eine Bestätigung meines Glaubens. Und das würden Sie brauchen, diese Bestätigung? Ich denke schon. Also ich nicht. Aber was eine Schwangere träumt, über deren Bett höchstwahrscheinlich ein Marienbild gehangen hat, das ist keine Offenbarung. Und was ist das, Offenbarung? Und ich sah einen Engel am Himmel und er hatte den Schlüssel des Abgrunds an der Kette und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Ich bin beim Chor. Jemand hat die Offenbarung des Johannes vertont? Mhm. Für Chor, Soli und Orchester. Vielleicht findet sich jemand, der vertont dann Urgroßmutter Leones Offenbarung. Ja, vielleicht. Die aber keine war. Warum nicht? Wenn sie statt von der Jungfrau Maria von dem Drachen geträumt hätte mit dem Schlüssel des Abgrunds an der Kette, dann würden sie den Traum als Offenbarung akzeptieren? Schwester Agnes? Mir
kommt fast vor, Schwester Agnes akzeptiert nicht einmal den Traum des Johannes. Die Offenbarung des Johannes, das war eigentlich eine Prophezeiung. Oder sagen wir, er erzählt, was er gesehen hat, ganz plötzlich. So wie wenn einer plötzlich einen Vorhang wegzieht. Wie bei uns im Kinderzimmer. Da wird der Vorhang weggezogen und dann sehen wir das Kind, es ist da und dann ist es wieder weg. Offenbarung ist für mich was anderes. Was? Keine Vision, kein Wunder. Eher ein Begreifen, ein Erkennen. So muss es sein und nicht anders. Weil ich Gott begegnet bin, weil mich seine Gewalt berührt hat, weiß ich plötzlich, das muss ich tun. Und wenn es mein Leben kostet. Was muss ich tun? Was mir eben für mich ganz persönlich durch Gott aufgegangen ist. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Buddha zum Beispiel ging nie mehr in seinen Palast zurück. Thomas More aufs Schafott für seine Überzeugung. Gottschalk mit den Kindern ins Gas, obwohl man ihm sagte, Herr Doktor, Sie dürfen nach Hause gehen. Dazwischen gibt's nichts? Ich meine, zwischen Märtyrertod und Herrn Leones Urgroßmutter. Keine Offenbarung für Leute wie Herrn Dr. Scholz und mich? Also, danke. Ich bin nicht interessiert. Warum nicht? Glaubst du nicht, dass es so etwas gibt? Offenbarung? Also, wenn mir etwas klar wird, plötzlich, wenn ich erkenne, begreife, so muss es sein und nicht anders, wie gerade unsere allseits geliebte Schwester Agnes gesagt hat. Ja, dann haben Sie doch vermutlich etwas Umwälzendes gemeint, etwas, das mich verändert und nicht etwa so ein Entschluss ab morgen früh rauche ich nicht mehr. Also wenn mir so etwas plötzlich klar wird, hat das für mich nichts mit Offenbarung zu tun, sondern ist das Ergebnis meiner eigenen Denkfähigkeit. Denkfähigkeit alleine genügt nicht. Mir schon. Liebesfähigkeit ist auch nicht zu verachten. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber, erzählt Jesus. Sie schlugen ihn halb tot, raubten ihn aus und ließen ihn liegen. Ein Priester kam zufällig des Weges, sah den Mann und ließ ihn liegen. Ein Levit kam vorbei, sah den Mann und ließ ihn liegen. Ein Samariter kam vorbei, sah den Mann, wurde von Mitleid bewegt, trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Lasttier, brachte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, trage Sorge für ihn und was du darüber hinaus aufwenden wirst, will ich dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Das ist doch eine Fabel. Nein, das ist eine Offenbarung. Diese Geschichte? Ja, da steht noch ein Satz. Gehe hin und tue desgleichen. Und dazu muss ich bereit sein. Ach. Und dann beginnt so diese Offenbarung zu fließen. Vielleicht, wenn ich Glück habe. Offenbarung ist eine Gnade, ein Geschenk. Sie lässt sich nicht erzwingen. In dem Moment, wo ich wirklich mich... Im Moment, wo ich wirklich hingehe und desgleichen tue. Im Moment, wo ich mich des Kranken wirklich annehme. Wollen Sie das sagen, Schwester? Im Moment also, wo ich sozusagen den Auftrag übernehme. Ist Offenbarung nicht so etwas wie ein Auftrag? In dem Moment,
Meinen Sie das? Wird die Offenbarung wirksam? Das heißt, sie wird Wirklichkeit durch Ihre Antwort. Stimmt das? Sie zeigen durch Ihre Antwort, dass Gottes Botschaft bei Ihnen sozusagen angekommen ist. Die Botschaft der Liebe. Liebe, was ist denn Liebe? Jesus selbst hat es uns gesagt, was Liebe ist. Er war der barmherzige Samariter. Seine Liebe zu uns hat uns Das ist komisch. Ist mir noch nie aufgefallen. My sweet Lord, I really want to see you. Was heißt das? Oh Herr, ich will dich sehen. Ich will dich wirklich sehen. Eine Bitte um Offenbarung. Frau Leone. Ich wollte nur Danke sagen. Wiedersehen. 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 Alles Gute. Pünktlich zur Kontrolle kommen. Frau Leone. Trinken Sie doch noch eine Tasse Tee mit uns. Kommen Sie bitte, kommen Sie rein. Ein paar Minuten, da kommt es doch jetzt auch nicht mehr an. Ist Ihr Mann schon da? Er wollte Sie doch mittags abholen. Und Sie sind schon fix und fertig? Ja. Ja, ja, die Papiere sind in Ordnung, kommen Sie. Außerdem sind wir kein Gefängnis hier. Zucker? Nein, danke. Legen Sie doch ab. Nein, nein. Ja, was ist denn? Der Kleine muss doch noch was kriegen und gewickelt werden. Wiedersehen. Wiedersehen. Was soll denn das? Frau Leone? Ja, nichts an, aber wohin gehen Sie mit dem Kind? Nach Hause? Haben Sie denn Verwandte hier oder eine Wohnung? Sie wollten noch nach Sizilien. Ach, ich wollte nicht. Wir müssen. Er hat hier keine Arbeit mehr. Sie wollen sich von ihm trennen? Lassen Sie mich. Ja, aber wohin gehen Sie denn jetzt? Sie können doch nicht einfach aufs Geratewohl mit einem Baby. Warum wollen Sie davon? Nur weil er sich einbildet, das Kind muss später einmal ins Kloster. Also, die Zeiten sind vorbei. So was gibt's doch heutzutage gar nicht mehr. So warten Sie doch. Hier gibt's das nicht mehr heutzutage, aber hier ist nicht dort. Haben Sie denn schon versucht, die Sache in Ruhe mit ihm zu besprechen? Mit Salvatore kann man nichts in Ruhe besprechen, Schwester. Und wohin gehen Sie jetzt? Ich weiß nicht. Kommen Sie. Jetzt gehen wir erstmal zu mir nach Hause. Ja? Da trinken wir zusammen eine Tasse Tee. Und Sie stillen das Kind. Gewickelt muss es ja schließlich auch noch werden. Und dann sehen wir weiter. Einverstanden? Sie hätten ihr die Geschichte nicht erzählen sollen. Jetzt spielt sie guter Samariter. Wer sagt, dass sie spielt? Das war eine Offenbarung. Thank you.
ich würde nicht sagen, Schwester Marianne hatte eine Offenbarung. Ganz privat für sich allein, gerade in diesem Moment. Aber ich würde allerdings sagen, Schwester Marianne ist von der Offenbarung Christi angerührt worden. Obschon sie selber gar keine überzeugte Christin ist, sondern eine Suchende. Aber ihr ist in diesem Moment etwas aufgegangen. Und sie versucht nun, wie es im Gleichnis vom barmherzigen Samariter heißt, desgleichen zu tun. Vermittelt ist ihr das, was ihr aufging, was sie anrührte, durch Schwester Agnes. Was wir die Offenbarung nennen, die Offenbarung Gottes, ist uns Menschen immer oder fast immer vermittelt durch andere Menschen, durch deren Glaubenshaltung, durch ihr Überzeugtsein, durch ihre Glaubwürdigkeit. Es mag Ausnahmen geben. Menschen, die direkte Gotteserfahrungen machen. Mose, so erzählt die Bibel, ist Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Der Prophet Jesaja hatte eine Vision. Es gibt mystische Gotteserlebnisse, in denen vielleicht tatsächlich Gott direkt zu einem Menschen redet. Aber was uns interessiert, ist ja der Normalfall. Wie Gott sich uns gewöhnlichen Menschen offenbart. Dazwischen gibt's nichts? Ich meine, zwischen Märtyrertod und Herrn Leones Urgroßmutter. Keine Offenbarung für Leute wie Herrn Dr. Scholz und mich? Uns normalen Menschen offenbart sich Gott durch andere Menschen. Durch das Beispiel, das sie uns geben von Glaube, Liebe und Hoffnung. In dem Stück zieht Schwester Agnes die Bibel hervor und liest daraus den Text vom barmherzigen Samariter. Das heißt, sie greift zurück auf ein menschliches Beispiel der Liebe. Und indem sie dies tut, gibt sie selber ein Beispiel des Glaubensernstes. Und dieses Beispiel wiederum zündet bei Marianne und sie versucht, etwas von der Liebe weiterzugeben an Frau Leone. Die ganze Bibel ist ja im Grunde eine einzige Sammlung von menschlichen Glaubenserfahrungen, menschlichen Glaubenszeugnissen. Und die ganze Geschichte der Christenheit, ich rede jetzt nicht von den anderen Religionen, ich möchte nur auf eine feine Einzelheit in dem Stück noch aufmerksam machen. Der Buddhist Sarit hat offenbar ein Gespür für die Möglichkeit von Offenbarung, das der Europäer Dr. Scholz nicht hat. Ich sage, die ganze Geschichte der Christenheit ist ein einziger riesiger Strom von verschiedenartigsten Glaubenserfahrungen, Glaubenshaltungen. Denken wir in unserer Zeit nur an Dietrich Bonhoeffer, den protestantischen Märtyrer im Gefängnis, wie er in der letzten Zeit angesichts des Todes die große Entwicklung seines Glaubens und seiner Theologie erlebte und vorlebte. Oder denken wir an Johannes den 23., wie er aus einem gewaltigen Glaubensoptimismus heraus das 20. Jahrhundert, die heutige Zeit, deutete. Aber bei aller unendlichen Verschiedenartigkeit der Glaubenserfahrungen, die doch alle nebeneinander Platz haben, obschon sie so verschieden sind wie eben die Kulturen, zur Zeit der Nomadenstämme des alten Israel oder zur Zeit Martin Luthers oder zur Zeit Martin Luther Kings oder wie die einzelnen menschlichen Persönlichkeiten verschieden sind. Und in alledem kann sich Offenbarung ereignen. Bei all dieser großen Vielfalt gibt es doch ein Gemeinsames, ein Verbindendes. Ich möchte versuchen, es auf den allereinfachsten Nenner zu bringen mit den Worten: Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, also ein Urvertrauen. Liebe, das Ja-Sagen zum Menschen. Und Hoffnung, die uneingeschränkte Öffnung für die Zukunft. Und diese drei bilden eine Einheit, ein Ganzes. Und dieses Ganze ist begründet in Jesus Christus. Die Botschaft der Liebe.
Liebe, was ist denn Liebe? Jesus selbst hat es uns gesagt, was Liebe ist. Er war der barmherzige Samariter. Seine Liebe zu uns. Das Wort Offenbarung bedeutet ja nicht, dass uns Gott irgendwelche geheimnisvollen Mitteilungen macht. Der Traum von Herrn Leones Urgroßmutter wäre da wirklich ein schlechtes Beispiel. Aber auch was Marianne aus der Offenbarung des Johannes zitiert, trifft die Sache nicht. Sondern Offenbarung bedeutet eigentlich, dass Gott mit dem Menschen eine Beziehung anfängt. Eine ganz persönliche Beziehung auf Du und Du. Und zu einer solchen Beziehung gehören natürlich dann ein Auftrag an den Menschen, eine Verpflichtung, eine Verantwortung, ein persönliches Vertrauen natürlich und so weiter. Und nun muss sich ja Gott offenbaren. Mit anderen Worten, er muss mit der Beziehung anfangen. Gott ist zu groß sozusagen. Er ist das Geheimnis, das unaussprechliche Geheimnis allen Sinns, allen Seins. Wir können da von uns aus die Beziehung nicht anfangen. Und auch Glaube, Liebe, Hoffnung, also die Grundhaltung des Glaubens kann nicht, wie das Dr. Scholz verlangt, aus der eigenen Denkfähigkeit des Menschen kommen, sondern das muss uns als Möglichkeit angeboten werden. Das ist das eigentlich, was wir mit Offenbarung meinen. Wenn Sie Fragen oder Kritik haben oder wenn Sie keinen der Begleitzirkel besuchen wollen, die zum Aufarbeiten solcher Fragen da sind, dann schreiben Sie doch bitte an die Redaktion von Warum Christen glauben, Südwestfunk Fernsehen 7570 Baden-Baden. Ich wiederhole, an die Redaktion Warum Christen glauben, Südwestfunk Fernsehen 7570 Baden-Baden.